Ich sag's euch immer wieder, FIFA-Points ausgeben zum jetzigen Zeitpunkt oder allgemein im FIFA absolut sinnbefreit. Deswegen werden wir heute selber das riesengroße Experiment starten. Wir werden 4,5 Millionen Coins ausgeben für alle Shop-Packs, die es aktuell gibt. Dabei ist zu sagen, wir haben damit die Möglichkeit, natürlich viele Picks zu ercraften, andere SBCs zu ercraften und all in all werden wir am Ende durchrechnen, ob sich das überhaupt lohnt. Das ist ein Experiment, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin sonst immer ein sehr, sehr sparsamer Mensch, aber heute soll es mal richtig knallen. Denn wir haben natürlich auch den 99er Neymar, den wir ziehen können, die Totties, die wir ziehen können. Wir wollen natürlich auch dann zusammenrechnen, wie sieht das Ganze aus, was haben wir plus oder minus gemacht. Weil wenn ich ehrlich bin zu euch, glaube ich persönlich, das geht mit einem dicken Minus, gehen wir zumindest hier raus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr schon Shop-Packs mit Coins geöffnet? Hattet ihr da Glück drinne oder eher nicht? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was da bei euch so drinne war. Plus, vergesst nicht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ganz viel Liebe geht raus. Abfahrt ist angesagt. Let's go. Bevor wir aber reingehen ins XXL-Video, habe ich doch was für euch. Denn mein Partner Level Up hat eine XXL-Aktion auch für euch wieder am Start. Denn zum allerersten Mal gibt es eine 3-für-2-Aktion für die trinkfertigen Produkte. Bedeutet, egal ob ihr den Gaming-Drink Energy nutzt, ob ihr den Eistee nutzt oder die Hydration-Drinks, für alles gibt es aktuell die 3-für-2-Aktion. Und mit meinem Code Abfahrt könnt ihr separat nochmal extra 5% sparen an der Kasse. So sehen die schmackotastischen Sorten aus. Ihr wisst es genau, mein absolutes Lieblingsprodukt von Level Up und Lieblingssorte Shiny Dragon ist bei allen dreien als Start, genauso wie Galaxy und Juke. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied? Ich denke, der Gaming-Drink sollte klar sein, ist ein reiner Energy-Drink ohne Zucker, was schon mal sehr big ist. Der Eistee-Generator, das ist der Eistee, der auch mit Koffein zwar ist, wie ein Eistee schmeckt, und ohne Zucker. Auch ohne Zucker, natürlich die Hydration-Drinks, die sind aber nicht nur ohne Zucker, sondern auch ohne Koffein. Wer schon immer mal gucken wollte, ob das was für euch ist, jetzt ist die Möglichkeit da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Jetzt gehen wir rein ins XXL-Video. Let's go. Wir haben zwar im Shop jetzt aktuell noch 10x85 Plus Packs und 25x85 Plus Pack. Das wollen wir aber heute komplett nicht öffnen. Heute geht es natürlich nur hier rein. Promo Packs. Wir werden unter anderem heute das Footies Echo Pack ziehen, was ich finde für den Preis ist absolut zu viel. Wir werden zweimal dieses Super Jumbo Pack ziehen. Wir werden zweimal das Super Premium Pack ziehen. Wir werden natürlich aber auch einmal das Sweeping Stars Pack ziehen. Zwei Super Ultimative Packs. Ein Super Elite Pack zweimal und das Footies Premium Wiederholungspack oder wie man das auch immer nennt. Nicht zu vergessen, gibt es noch das Paramount Pack, auch das ist noch mit am Start. 4,5 Millionen, wir geben es aus mit Münzen. Ob uns das gelingt, hier in irgendeiner Art und Weise Plus zu machen. Ich meine, Neymar reicht ja. Das werden wir jetzt sehen. Nicht nur die Packs werdet ihr sehen, wir werden natürlich auch versuchen, so viele SBCs wie möglich zu ercraften, Spieler zu ercraften, weil die müssen wir natürlich dann auch vom Wert her ein Stück weit hochrechnen. Und deswegen fackeln wir nicht lange. Wir gehen rein in die ganze Sache, fangen mit dem schlechtesten Pack an. 250k, Team of the Year Spieler kriegt man für 5,3%. Team of the Week 28%, ja, und ein Fantasy-Foot-Spieler für 90%. Wir gehen mal rein, 250.000 Münzen gehen hier flöten. Ich bin sehr, sehr gehypt und wir werden natürlich die teuren Sachen komplett aufheben. Den Rest werden wir komplett in SBCs stecken. Linker Verteidiger, 90er Acuna ist schon mal ein guter Start, weil wir ja auch bei vielen SBCs immer wieder Team of the Weeks oder Team of the Seasons brauchen. Trotz alledem, vom Rating her könnte es ein bisschen höher sein, aber 90er nehmen wir zumindest erstmal mit. Weiter geht es jetzt mit Only-Spielern. 150 bekommen wir hier und davon sind alle seltene. Also auch hier die Möglichkeit, einen Hero zu ziehen oder ein Footy liegt hier maximal gefühlt bei 5%. 300.000 Münzen gehen auch hier flöten. Let's go. 150 Spieler. Wir brauchen einen Neymar und dann hat sich das ganze Ding eigentlich schon gelohnt. Gucken wir mal rein. Wir ziehen erstmal Guardiola. Der ist ja gewechselt. Frisch zu Manchester City. Bin mal sehr, sehr gespannt, ob der vielleicht auch noch eine Footies SBC-Karte oder sowas bekommt. Dahinter haben wir noch einen Griezmann, Vinicius Sousa, einige 85er und 84er. Und wir haben natürlich jede Menge Duplikate. Die werden wir natürlich auch abgeben. Wichtiger ist aber, was kommt am Ende? Denn die Footies werden ja eigentlich immer am Ende angezeigt. Aber die sind hier leider nicht am Start. Jota und Toprak sind zumindest noch mit dabei. Ob wir ein paar Duplikate haben, sehen wir leider Gottes nicht. Ich werde jetzt erstmal alles, was wir gezogen haben, in Picks stecken und da sehen wir uns gleich wieder. Okay, Boys and Girls, wir sind zum ersten Mal mit dem Recraften fertig. Was haben wir abgeschlossen? Unter anderem haben wir eigentlich gar nichts gemacht, was Spieler angeht, aber wir haben ein paar 80-Plus-Upgrades gemacht, die sehen wir gleich noch. Wir haben abgeschlossen die 81er SBC von der 90-Plus-Icon-Spielerwahl. Plus nicht zu vergessen, wir haben abgeschlossen und zwar die täglichen Bronze- und Silber-Upgrades. Gut, aber die 10x85-Plus-Packs plus
86 plus Player Picks und die 3x Team of the Week Packs. Das haben wir abgeschlossen. Das bedeutet, die werden wir natürlich auch in naher Zukunft sehen. Ich will euch natürlich alles mitgeben, aber wir wollen natürlich erstmal mit den letzten Player Picks nochmal reinstarten. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen was rumliegen. Nichtsdestotrotz wollen wir erstmal auf Futter gehen, denn wir brauchen natürlich High-Rated Sachen. Bevor um 19 Uhr dann natürlich wieder die kleineren Spieler ab 83er Rating gut abgegeben werden können, ist das natürlich auch eine Option, die wir hier super nutzen könnten. Rakitic ist mit dabei. Wir brauchen Special-Karten. Wir wollen versuchen, natürlich entweder mit Dinho anzufangen, vielleicht andere Spieler abzuschließen und. Aber all in all sieht das jetzt aktuell noch nicht ganz so optimal aus. 2 Picks haben wir noch. Wer ist dahinter? Wo sind die ersten Special-Karten? Sind überhaupt Special-Karten drin? Das ist so die große Frage. Letzter 80-Plus-Pick. Und da kommt nochmal ein 84er Vlahovic raus. Nichtsdestotrotz, 2 86 plus Picks wollen wir natürlich auch mitnehmen und hoffen natürlich hier auf den ersten Team of the Year. Wir ziehen. Gibt es Special-Karten gerade in den Packs, Jungs? Gibt es. Okay, hier haben wir es. Benteke und Toprak sind als Duplikat am Start. Wir gehen ja auch erstmal auf 87er Kehr, damit wir nicht zu viele Duplikate haben. 14 Picks haben wir nochmal fertig gemacht. Dazu muss man aber sagen, man kann hier nicht jeden einzelnen Pick davon nehmen, was wir aus den Shop-Packs hatten. Ne? Denn das würde ja auch gar nicht aufgehen. Aber wir hatten noch viel im Verein. Ich habe den einfach leer gemacht. Deswegen gehen wir in die ganze Sache rein und hoffen trotz alledem, dass wir ein bisschen was Cooles ziehen. All in all, ja, ich denke sonst, ja, nee, Burkhard nicht. Denke ich, dass wir trotz alledem so noch 5 hätten rausholen können. Der Rest ist halt einfach Zusatz für euch. Deswegen schauen wir auch einfach mal, ob wir ein bisschen Zusatz-Packluck bekommen. Yay, ich würde mich zumindest freuen. 88er Lucas Moura ist schon mal ein guter Start. Ich würde hier gerne mal eine Footies-Karte, eine Icon-Karte oder vor allen Dingen auch ein Team of the Year rausziehen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht geschafft. Schreibt ihr gerne in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Und lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn es bis jetzt euch gefällt. Würde mich persönlich natürlich sehr, sehr freuen, bevor wir dann weitermachen mit den nächsten Karten. Also ihr seht schon, Walkout-technisch, ja, könnte es gut klappen, dass wir da mal ein bisschen höher gehen. Also ich sag's mal so. Nur 84er, 85er, wir brauchen da schon die Highest-Rated-Karten, die es so gibt. Aber irgendwie will EA uns nur die 85er geben, wenn ich das gerade so sehe. Aber das, warum? Ich bin doch nett, müsst ihr doch nicht machen. Come on, nächsten Picks, letzten Picks mit, die jetzt gerade anstehen. Hugo Kosch, da ist noch mit dabei. Und 2 haben wir noch, bevor wir dann ins nächste Shop-Pack gehen, weil ich werde, glaube ich, Martip einfach abstoßen, weil ich den jetzt eh nicht verkraften kann. Deswegen gucken wir hier nochmal rein. 89er Werner nochmal als letztes. Nehme ich sehr, sehr dankbar mit. Und jetzt gehen wir rein ins nächste Shop-Pack. Das wird wieder das Super Jumbo-Pack werden. Ich wollte schon mit FIFA-Points aufladen. Perfekt. Wieder für 300.000 Münzen. In der Hoffnung jetzt mal auf den Totti oder vielleicht auch noch eine Hero- oder Icon-Karte. Kvaratskhelia ist zumindest schon mal ein sehr, sehr gutes Rating mit 90+. Dahinter kann natürlich noch einiges sein. Da brauchen wir ja nicht reden. Ne? Und dahinter ist auch noch einiges. Unter anderem wieder mal einen Inform, der sehr gut ist, weil wir haben unsere beiden Informs, Griezmann und Acuna, schon abgegeben, wie die 10x85 plus Packs. Viel Futter wieder am Start. 82er, 81er könnte man vielleicht sogar auch noch behalten. Die Duplikate würde ich natürlich abgeben. Wenn dahinter jetzt noch was Gutes kommt, vor allen Dingen, ja, rosa-mäßig, Fernando wäre ich doch mehr zufrieden, aber das wird es leider Gottes nicht werden. Wir ziehen die 3, die wir gerade in den Picks hatten. Ne? Plus nochmal ein Benteke. Wir packen natürlich alles in den Verein. Duplikate geben wir ab und dann sehen wir uns wieder. Weiter geht die wilde Fahrt. Leider Gottes ist mein Upload immer noch down. Das bedeutet, ich kann das Video schön entspannt aufnehmen, was trotzdem schade ist, weil 19 Uhr Content, 10x84 Plus Pack zum Beispiel, ist jetzt komplett wiederholbar gekommen. Aber was wir fertig gemacht haben, sind ein paar Picks. Wir haben den Icon Player Pick fertig gemacht und da hofft man natürlich auf die ersten richtigen Kracher oder den ersten richtigen Kracher, den wir halt vielleicht auch mitnehmen könnten für unsere Statistik. Ich meine, wenn wir hier ein R9 ziehen, ich sag's mal so, wie es ist, das würde halt alles rausholen. Da hätten wir alles richtig gemacht. Natürlich ist das Video komplett Packluck-abhängig. Ne? Also kann natürlich sein, ihr macht das Gleiche mit 4,5 Millionen und zieht 3x den Neymar. Muss halt 2x abgeben, aber ist halt ein 99er SBC-Futter. Nichtsdestotrotz, gucken wir mal ganz kurz rein, wie das Ganze hier aussieht. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Futter, was wir mitnehmen können. Gerade 83er, 84er Teams werden relativ häufig schon gebraucht, aber, und jetzt kommen wir zu dem großen springenden Punkt, ich persönlich muss sagen, gerade 86er, 87er, 88er Teams, die werden halt nicht einfach zu machen. Da brauchen wir halt schon ordentlich Packluck, auch was die Picks angeht. Nichtsdestotrotz, 1 und 4, letzter Pick, bevor wir dann reingehen mit dem 87er Pessina in den Icon Player Pick. Ich mache euch die Icon Vorlage an, da können wir gemeinsam nochmal ein bisschen raten, was es wird. Abfahrt ist angesagt, hoffen wir auf kein Duplikat. Okay, das haben wir definitiv, das sollte Klose sein.
Das kann höchstens, boah, ich bin überfragt, Owen oder Ferdinand wahrscheinlich, oder? Und 99 Tempo, wer ist 99er Tempo, Mann? Cole? Nee, ich habe keine Ahnung. Ach, Campbell. Okay, Ballack haben wir schon. Lampert ist mit am Start. Ich würde natürlich mich definitiv für Ballack entscheiden. Nehmen natürlich Lampert aber auch mit. Wird uns aber leider Gottes nicht so viel reinholen als SBC-Futter oder allgemein als Preis vom Lampert. Ich glaube, der liegt ungefähr bei 50, 60, 70k. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ne? Ihr seht, EA-Server machen auch wieder Fax. Ne? Nichtsdestotrotz, hätte besser sein können. Packlack haben wir leider verfehlt. Wir machen weiter mit dem nächsten Shop-Pack. Ich weiß gar nicht, ob die Super-Jumbo-Packs auf einmal wieder aufgetaucht sind. Man kennt es halt. Aber wir machen weiter mit dem Super-Premium-Pack. 15 Seiten Goldspieler, 85 plus, 288 gesamt. Wir gehen mal rein und wieder ist das Falsche. So, mit 400.000 Münzen. Also aktuell haben wir noch nicht so viel freigeschalten. Wir hoffen natürlich jetzt hier auf die ersten Team of the Years, die wir vielleicht auch mal im Verein behalten könnten. Ne? Aber das ist halt nur in Anführungszeichen in Philips. Ja, weiß ich nicht. 91er Rating. Denken wir positiv oder auch nicht. Futter stimmt zumindest. Inform ist wieder mit dabei. Auch das ist wichtig. King ist dabei, NDIE und Fernando als Duplikat. Pack Nummer 2. Unser Ziel ist es erstmal am Anfang, die kompletten Gamble Packs mitzunehmen. Die 10x85 Plus Packs sind auch wieder zurückgekommen. Genauso wie natürlich die 86 Plus Packs, wie auch das 30x84 Plus Pack. Danach gehen wir dann auf die Spieler drauf ein. Jetzt gehen wir aber erstmal mit dem zweiten, was uns wieder 400.000 Münzen kostet. Und zum zweiten Mal hintereinander sehen wir bei diesem Pack keinen Team of the Year. Was sehr, sehr schade ist, weil gerade die was so wie Benzema, Haaland und so weiter, die würde ich halt gerne behalten. Ne? Hier sehen wir auf jeden Fall ein paar mehr Duplikate, weil wir haben mittlerweile echt viele von diesen Batch 2 Spielern am Start. Unter anderem mit Sousa, aber auch hier wieder Fernando. Da geht halt deutlich mehr, weil das sind alles Karten, die wir halt nur in SBCs stecken werden. Ne? Und damit holen wir die 4,5 Millionen definitiv nicht raus. Und auch diese Packs sind noch zweimal gekommen. Also ich sag's mal so. Also man kann anscheinend jedes Pack doppelt abschließen. Also man könnte insgesamt 9 Millionen Coins ausgeben für die ganzen Packs. Wir machen aber erstmal weiter mit dem Sweeping Stars Pack. Da haben wir die Möglichkeit, 50 seltene Goldspieler zu bekommen. 5 davon sind mit 86 oder höher. Kostenpunkt auch hier wieder 4000 Münzen. Da gehen wir rein und hoffen auf wieder Futter, Footies und vor allen Dingen Icons oder sowas. Aber bis jetzt sieht das sehr, sehr mau aus und ich glaube, das wird ein richtig großer Verlust werden. Nichtsdestotrotz, Chobos Live, Van de Ven ist wieder am Start. Ihr seht schon, das ganze Pack ist sogar tradable. Vielleicht ein tradable Neymar, würde uns alles rausholen, was so geht, aber ihr seht schon, das ist leider nicht geschehen. Hier verschiedene Packs sind jetzt noch übrig. Einmal Paramount, einmal Footies Premium, einmal Super Elite und zweimal Super Ultimate Pack. Sogar das haben wir auch zweimal. Wir werden erstmal reingehen mit den 15 Spielern mit 4 garantiert 90 oder höher. Das kostet uns insgesamt 500.000 Münzen. Auch hier die Hoffnung besteht. Das erste 500k-Pack geht weg. Und es wird wieder kein Team of the Year. Ey, das ist richtig, richtig bitter, was wir hier aktuell sehen. Ich kann es immer nur wiederholen. Das Ganze ist natürlich mit absolutem Packluck auch behaftet. Aber ihr seht es schon. Ja, klar. Hey, cool. Wir haben einen Inform dabei. Aber der Rest ist halt wirklich, wirklich mau. Leider Gottes. Es wird erstmal Zeit, die ganzen Team of the Week Packs zu öffnen. Da haben wir ja insgesamt 3 oder 4, 5, 6 Stück. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 6 Stück, damit wir die 2 86er Plus Picks noch machen können. Und hoffen vielleicht hier auch wieder High-Rated Futter. Pack Nummer 2 ist auf jeden Fall nix, denn das ist gerade mal 82er Mario Rui. Auch das dritte Pack öffnet sich. Es wird ein Walkout werden. Franzose Stürmer von Mainz Aschurke. Zumindest ein 84er Rating. Wieder gehen wir auf 84 oder höher. Linksverteidiger, wahrscheinlich Caio Henrique. Auch der hat ein glattes 84er Rating. Oh, Walkout-Animation. Also, das sieht schon mal vielleicht besser aus. 87er Aspas, bis jetzt der höchstbewertetste. Der letzte Team of the Week Spieler wird nochmal ein ganz normaler, also ohne großartige Animation. Das wird der gute alte Iheanacho werden. Aber somit können wir jetzt auch die 86 Plus Picks machen. Bevor wir aber in die 86 Plus Picks gehen, brauchen wir erstmal wieder ein paar neue Goldspieler. Und die kriegen wir hier mit den 250 seltenen. 400.000 Münzen müssen wir hier dafür bezahlen. Also auch hier gehen wir rein in die wilde Fahrt. Hoffen mal auf den Team of the Year. Ja gut, das ist wieder mal Guardiol. Also die Hoffnung kann nur noch auf einem Footy beleben oder auf eine coole Icon, wie zum Beispiel Matthäus Best oder sonstiges. Aber die kosten ja mittlerweile auch nicht mehr so viel. Openda ist schon mal mit dabei. Auch hier viele Walkouts. Wir geben am Ende natürlich dann auch alles ab, was wir jetzt noch nicht abgegeben haben. Das seht ihr dann im Nachlauf. Aber jetzt gehen wir erstmal relativ weit nach hinten in der Hoffnung auf was Pinkes, Rosanes, wie auch immer. Und es wird, come on, gar nichts, Jungs.
gar nichts. Also klar, Duplikate stehen, aber das ist viel zu wenig, was wir hier gerade ziehen. Also selbst mit Coins ziehen das Ganze. Es macht halt nur Sinn, wenn man zu viel Coins hat und einfach nicht weiß, was er damit anstellen soll. Bis jetzt zumindest. Bevor ich die ganzen großen Duplikate auch noch vercrafte, will ich mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar mehr bekommen. Denn damit können wir dann vielleicht auch den Shapeshifter-Pick, Footies-Pick abschließen. Und vielleicht auch schon auf die ersten Spieler gehen. Wir gehen erstmal rein. Wir brauchen, und darüber brauchen wir nicht reden, wir brauchen jetzt ein hohes Futter. Wir brauchen irgendwas, um die 4,5 Millionen zu rechtfertigen, die wir hier ausgeben. Sonst haben wir jede Menge Spielspaß und Spannung, aber das war's dann auch schon. Also das sind halt 4,5 Millionen schon richtig, richtig viel. Ich glaube, jeder von euch, der das sieht, der fasst sich an den Kopf und sagt sich, warum machst du das? Aber wie gesagt, wenn man halt die Möglichkeit hat, die Coins mal und das Experiment mal angeht, um euch auch zu zeigen, selbst wenn ihr diese Packs öffnen wollt, selbst wenn ihr die mit Coins macht, dann würde ich es immer nur empfehlen, wenn ihr über UV, also über Teufel verkaufen zum Beispiel, über eine andere Trading-Methode, wenn ihr damit halt zum Beispiel in 2-3 Tagen 400k gemacht habt und dann halt einfach sagt, hey, gut, perfekt, nehme ich mit und das kann ich mir dann halt auch leisten, weil ich es mehr ertradet habe. So, wenn ihr eine Million oder sowas rumliegen habt, würde ich euch allgemein überhaupt nicht empfehlen, Shop-Packs zu öffnen, gerade nicht mit Coins und erst recht nicht mit FIFA-Points. Das soll einfach nur mal zeigen, was man halt auch rauszieht, wenn man wirklich kein Echtgeld reinsteckt und sagt, hey, ich benutze vielleicht meine letzten wichtigen Münzen nochmal dazu. Aber da kommt halt nicht wirklich was raus, wie ihr es schon seht. Ja, wir haben zwar noch die 2x86 Plus-Picks noch fertig gemacht. Die werden wir dann auch noch ziehen, um vielleicht dann noch eine Möglichkeit zu haben, nochmal was Größeres und Dickeres zu ziehen. Aber bis jetzt sieht das jetzt echt nicht gut aus. Also jeder einzelne Pick, die waren damals zumindest in den letzten Tagen, wo ich sie geöffnet habe, deutlich, deutlich besser. Gerade viel, viel mehr Special-Karten. Aber das ist ja alles hier komplett fehl am Platz. Ich möchte mich nicht beschweren, wenn wir hier einen Neymar rausziehen. Haben wir natürlich schon Plus gemacht. Oder ein Al-Obairan oder sonstiges. Aber das ist halt so gering, mal so eine Karte zu ziehen. Ich weiß auch nicht, welche Food-Birthday-Icons aktuell auch noch ziehbar sind. Aber gerade wenn du halt jeden Pick so meinetwegen so 86 plus hast, dann ist das Ding eigentlich schon ganz geil. Aber so sieht es danach absolut nicht aus. Gucken wir mal noch rein in die letzten Picks, die wir noch ungefähr haben. Wir haben nochmal einen 85er Moreno, was ganz cool ist. Wie gesagt, am Ende werden wir sowieso sehen, welche Spieler können wir damit abschließen, weil das wird ja auch nochmal ganz, ganz wichtig werden. Die SBCs können wir ja dann auch nochmal hochrechnen. Im Endeffekt muss ich schauen, welche Prioritäten ich lege. Vielleicht mache ich hier den Kados fertig, vielleicht gehe ich auf einzelne Spieler, um einfach ein bisschen was Handfestes zu haben. Aber da bin ich selber noch überfragt. Come on. Nochmal rein hier in die ganze Sache, aber auch das wird gerade mein 81er Demir bei. Ich werde übrigens auch alle Karten wegcraften bis zum 83er Rating, weil ich aktuell 81er, 82er nicht mehr verwenden brauche oder kann, weil da alles weg ist. Die 86er und Team of the Week Packs sind halt durch. Da sind 83er als höchste der Gefühle. Und endlich sehen wir einen, Jungs. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. 95er Diego Carlos, erster Footy ist am Start. Das ist doch schon mal was. Wir können zumindest positiv in die richtige Richtung blicken. So, der erste Spieler kommt zumindest auch erstmal in unserem Verein. Koulibaly, 96er Rating. Ihr seht schon, wir haben einiges fertig. Dazu haben wir auch noch den Shapeshifter Premium Footies und Libla Blue Pick gemacht. Jetzt zählt's, Jungs. Wir brauchen jetzt unbedingt mal was. Ob das Ganze funktioniert, ob was Gutes ziehen. Eine Millionenkarte wäre so wichtig. Aber das wird halt überhaupt keine Millionenkarte, Jungs. Roussillon, Bailey, Insigne. Also Packluck-mäßig ist das definitiv gar nichts. Ich glaube, wir gehen hier richtig rutschen. Nichtsdestotrotz, das Experiment muss weitergehen. Vier Packs haben wir noch. 250 Spieler, 100 Spieler, 150 Spieler. Wir starten erstmal rein, damit wir jedes noch einmal insgesamt haben mit dem Super Elite Pack. Auch hier wieder 500.000 Münzen. Ich muss wirklich komplett bescheuert sein. Wenn jetzt hier kein Totti kommt, dann ist das Ding natürlich over. Mal wieder 91er Müller. Ich sag euch, wie es ist, ohne dieses Packluck, ohne dass wir hier in irgendeiner Art und Weise was richtig Gutes, was richtig Teures ziehen, wird das eine Vollkatastrophe. Aber alles für das Experiment, Männers. Alles für das Experiment. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt. Den Hero, Footies oder sonstiges. Aber auch das. Oh, Ruben Neves. Okay, jetzt ist der zweite Pull, den wir auch behalten werden. Den können wir auch gleich mit abhaken. Ne? Es ist zumindest nochmal ein Footy. Aber nicht die, die man sehen will. Aber wir kriegen zumindest ein paar SBCs fertig. Es wird gecraftet ohne Ende, Jungs. Ihr seht natürlich auch das Endergebnis dann am Ende. Wir werden ja alle Packs auch noch ziehen, die wir dann noch oben in der Pipeline haben. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem nächsten Set. 250 Spieler. Wieder 400k Coins. Und wieder kein Team of the Year. Also ich weiß nicht, ob der Account verflucht ist. Es wird zwar Bruno Guima recht, das ist schön und gut vom Rating her, aber dann gib mir doch mal was, Chat. EA, gönnt mir doch mal.
Ich meine, hey, ja, zwei Infos in einem Pack, das ist sogar wirklich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht mal so bad. Aber der Rest, das ist halt, wir müssen halt hier wieder hoffen, dass in irgendeiner Art und Weise es hier dann doch nochmal Lila erscheint. Oder Pink oder Rosa oder wie man es auch immer nennen mag. Come on, ey, gönne. Es ist wieder nix, Chat. Es ist wieder nix. Wieder Ellie Upamecano. Wir haben einige andere Duplikate, die wir natürlich verkraften werden. King nochmal, dem Marcos Tagliafico. Klar, das sind coole Karten, die haben gutes Rating und so weiter. Aber so brauchbare Spieler, was wir halt behalten, haben wir nicht. Die stecken wir halt alle in SBCs rein. Und am Ende ist es halt nur SBC-Futter. Die auf der Jagd nach den Karten, die wir auch mal behalten können. Es wird langsam richtig, richtig wild mit vor allen Dingen den Duplikaten, die wir bekommen. Wir müssen so unfassbar viel recraften. Also ihr werdet dann auf jeden Fall am Ende, werde ich euch mal alle Special-Karten erstmal noch zeigen, die wir noch im Verein haben. Und am Ende werde ich euch natürlich auch zeigen, was wir so abgeschlossen haben. Aber ihr seht schon, egal was wir ziehen, gefühlt ist alles mittlerweile nur noch ein Duplikat. Guendouzi ist zumindest mal wieder ein 88er-Rating. Aber es wird halt super schwierig, die 89er, 88er Teams und so weiter alle abgeben zu können, wenn wir hier keine 91er, 92er Futterkarten ziehen. Dann wäre halt ein Team of the Year unfassbar wichtig, aber die Team of the Years würde ich halt wenigstens mal behalten, ne, um zu sagen, die 4,5 Millionen haben sich schon einen Ticken irgendwie, ja, rentiert. Aber naja, Hummels ist schon mal gut. 90er Rating, wir haben gerade davon gesprochen. High Rated, immer wichtig und richtig. Ich glaube, wir haben mittlerweile jeden 83er im Verein. Ich weiß doch gar nicht, wie wir es machen, wenn wir nämlich mit allen durch sind, zwecks 10x 85 Plus Packs. Weil ab dann gibt es eigentlich auch nur noch SBCs. Oh, Bruno Guimarães nochmal. Sehr gut. Da gibt es nur noch SBCs mit 86er, 87er, 88er Teamanforderungen, wenn nicht sogar noch höher. Aber Picks laufen gerade extrem, extrem stark. Gerade was das Rating und die Special-Karten angeht. Wieder 89er Raspadori. Also das läuft aktuell. Auch wenn ich noch nicht weiß, was wir genau alles recraften müssen. Der nächste Walkout. Sollten, glaube ich, gerade ungefähr 5 Walkouts hintereinander gewesen sein. Was schon mal geil ist. Nächster Walkout wieder mit Parejo. Also da brauchen wir uns aktuell echt nicht beschweren. Wir kriegen auf jeden Fall das 30x, wir nehmen jetzt 82er heute. Das 30x 84 Plus Pack, die 10x 85 Plus Packs, die werden wir ja alle auch noch ziehen. 91er Lameda nochmal mit am Start. Wir werden aus den Packs, die wir ja bekommen durch verschiedene SBCs, Prime-gemischte Spielersets und so weiter und so fort, werden wir auch nochmal Picks machen. Also wir haben hier noch jede Menge vor. Das könnte sogar ein längeres Video werden, ne? Aber ich habe darauf irgendwie Bock. Mir macht das Ganze schon ganz schön viel Spaß. Natürlich wäre es umso schöner, wenn wir unsere Münzen irgendwie behalten könnten. Let's go! Hoodie Zero Cup de Villa ist am Start. Endlich mal eine Karte, die wir behalten können. Die richtig, richtig geil ist. Kostet noch 400k. Ist gut. Heißt nur 4 Millionen Verlust. Let's go. Nein, aber genau das brauche ich. Das brauche ich, um Motivation zu schöpfen, dass das Ding hier weitergeht. Wir gucken uns natürlich dann am Ende auch das ganze Team an, was wir haben oder was wir rausgeholt haben. Aber das war schon mal richtig wild. Die letzten beiden Packs stehen an. Einmal das Super Elite Pack und einmal nochmal das Paramount Pack. Wir gehen rein, nochmal 500.000 Münzen. Wir kommen dann unter 20 Millionen raus. Das ist schon hart für den Kontostand. Ich sag euch, wie es ist. Oh, aber wir ziehen den Footy. Bitte kein Diego Carlos. Bitte kein Diego Carlos. Den haben wir doch schon. Schade. Oh, ich hätte jetzt so sehr den Ressus gefühlt, ey. Das wäre so cool gewesen. Oder ein Sancho. Aber zumindest der Footy. Ich wollte immer einen. Jetzt haben wir auch einen. Ich will mich nicht beschweren. Dazu haben wir noch ein paar Special-Karten. Ich glaube, duplikatmäßig sollten das fast alle Special-Karten sein, weil wir so viel im Verein haben. Wir ziehen unsere Eike mit Kluivert, das ist auch schon mal positiv. Plus, ja gut, viel Futter, aber gar nicht so viele Special-Karten, wie ich vermutet hätte, bin ich ehrlich zu euch. Die nächsten Player-Picks stehen an und der erste Team of the Year lässt noch auf sich warten. Ich glaube aber, gerade weil wir ja auch noch die ganzen Futter-Packs haben, die wir, auch Diego Carlos zum dritten Mal, das ist nicht normal, durch die ganzen Futter-Packs, die wir jetzt noch haben. Wir haben ja noch insgesamt 5 von diesen 10x85-Plus-Packs, ein 30x84-Plus-Pack. Wir werden wirklich viele SBCs abschließen können, das ist gar keine Frage. Das ist wirklich, wirklich cool, aber ob wir am Ende überhaupt auf 2, 3 Millionen kommen, dass man sagt, hey, all in all haben wir maximal so 1,5, 2 Millionen Minus gemacht, da bin ich mir aktuell noch wirklich sehr, sehr unsicher. Man muss sagen, wir haben fast Koundé fertig, das ist schon mal ganz geil, wir haben Poldi zumindest schon mal angefangen, weil Futterpacks jetzt geht nicht mehr. Ne? Also Futterpacks bis auf die Picks haben wir halt nicht mehr, jetzt müssen wir uns komplett auf die Spieler konzentrieren. Ob das jetzt ein Dinho ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir gehen eher auf die normalen Spieler, die halt öfters mal ablaufen, damit wir einfach so viel wie möglich auch in diesem Verein nochmal haben und euch zeigen können. Ihr seht es schon, 49 Packs sind in der Pipeline. Da kommen noch ein paar dazu. Da werde ich euch natürlich auch die besten Packs zeigen. Jetzt gehen wir rein ins letzte Pack und damit auch, ja,
in die letzten 500.000 Münzen, die wir erstmal ausgeben werden. Come on, jetzt sind nochmal das richtig gute Pack, Paramount Pack. Junge, ich weiß, EA, ihr wollt das, dass ich das ziehe. Habe ich das nicht eigentlich schon gezogen? Ich bin gerade übelst am Überlegen, ob ich überhaupt noch eins ziehen muss. Ich bin ehrlich zu euch. Oder müssen wir das noch ziehen? Ich bin komplett überfragt. Wir gehen ins Paramount Pack. Ich glaube, das haben wir noch nicht gezogen. Egal, wenn, dann haben wir ein Pack mehr gezogen. Was soll's, sind ja nur 500k. Aber wir ziehen keine Team of the Year, Männer. Es ist the Mäusemelk. Wir haben ja Captivia, wir haben Insigne drinne. Ja, Diego Carlos dreimal, aber wo sind die Krankenspieler? Ihr seht schon, Special-Karten können fast gar keine mehr kommen, weil wir alles schon als Duplikate haben. Vielleicht kommen noch ein paar Icons. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da noch was auftauchen wird. EA, nein, wird es nicht. Ihr seht schon. Ja, Duplikate. Ja, okay, die Icon kam wirklich noch. Das ist unfassbar mit der SAI. Ja, Jungs, ich werde mich jetzt ransetzen, das nochmal ein bisschen recraften. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir an die Packs gehen, die wir machen müssen und ziehen müssen. Ne? Ich bin gespannt, bis gleich. Wir haben nochmal 14 Picks gemacht. Ich habe mal durchgerechnet, wir haben knapp 100 Player-Picks rausbekommen aus den ganzen Packs, was schon mal ganz geil ist. Also ich sag's mal so, Player-Picks, 100 Stück nimmst du natürlich mit. Ich weiß gar nicht, was die wert sind. Ich glaube, ein Pick kostet knapp 6k. Also 600k hätten wir damit zumindest schon mal rausgeholt. Und Futter daraus, klar, Captivia, Diego Carlos, das war schon nicht schlecht. Auch High-Rated-Karten. Ne? Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass Team of the Year-Karten ne, bei uns gar nicht kommen wollen. Das sind übrigens die letzten, ne, die wir jetzt machen, bevor wir jetzt dann erstmal alle Packs ziehen, die wir halt angespart haben. Ne? Da sind ja auch nochmal die 10x85 Plus dabei. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. In der Hoffnung, dass wir dann doch nochmal was richtig Krankes ziehen, wo wir sagen, hey Chris, es hat sich doch gelohnt, 4,5 Millionen in Packs zu stecken. Ach Mann, 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 ey, was tue ich mir hier nur an? Alles für den Content, Jungs. Aber im Endeffekt, dann die Münzen brauche ich sowieso nicht mehr nächstes Jahr und zumindest nicht so viel. Ich werde die Münzen vielleicht mal gebrauchen, wenn wir mal ein Retro-Video machen, wenn das überhaupt noch geht, aber 20 Millionen ist schon wirklich, wirklich viel und da gehen wir rein in den nächsten Alex Tellers. Also ratingtechnisch brauchen wir uns echt nicht beschweren. Ich muss bloß mal gucken, wie wir das Ganze insgesamt machen, was wir jetzt noch abschließen, ob es dann irgendwie dann doch notwendig ist, noch eine große SPC anzufangen, wie zum Beispiel in Dinho, aber Nketia. Also vom Rating her waren die wirklich, wirklich not bad. Also da können wir uns echt nicht beschweren. Die haben wirklich viel Spaß gemacht. Auch hier nochmal ein 89er hinterher. Sehr, sehr cool. Nächste große Spieler-SPC ist fertig. 96er Koundé nach Koulibaly. Ihr kennt es, ich sag's auch auf meinem Main-Account. Das ist die neue Innenverteidigung für mich. Die beste, die man aktuell spielen kann. Deswegen rein da. Wir haben einiges fertig gecraftet. Das sind die ganzen Packs, die wir noch ziehen werden. Darunter, wie gesagt, 5x die 10x85 Plus Packs. Da werden noch ein paar übrig bleiben. Genauso Silber- und Bronze-Packs, die werden wir auch nicht ziehen. Ich nehme euch mit, sobald wir eine Special-Karte ziehen. Sonst seht ihr mich bei den Picks wieder. Wir hoffen natürlich jetzt in irgendeiner Art und Weise auf richtig geilen Tradable-Stuff, weil das würde uns sogar auch noch weiterbringen, nämlich von den Coins nach ganz, ganz oben. Mit Neymar zumindest. Oh, Goldspieler-Pack, Abfahrt, ZOM, Dele Alli ist übrigens tradable. Die nächsten 10k, aber auf dem Weg nach oben bei den Coins wieder. Wir wollen zumindest auf die 20 kommen. Und nächster Food Fantasy, bitte kein Alli. Frankreich, ZIV, Saliba 90er Rating. Auch der sollte tradable sein. Also der Weg zu, zu 20 Millionen ist wieder eröffnet. Sehr gut. Und nächste Special-Karte. Wir sind schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber Frank Garcia ist natürlich mit 85er Rating eine Karte, die können wir eigentlich direkt abstoßen, weil ich glaube, der kostet absolut überhaupt nichts mehr. Außer die Goldkarte, die können wir wenigstens in der SPC abgeben. Back-to-back, vielleicht back-to-back den gleichen Spieler. Nein, diesmal Deutschlandstürmer. Oh, ich dachte schon 90er Adeyemi, es wird 85er Burkhardt. Ja, okay, den packen wir halt dann doch oben mal auf die Liste drauf. Jetzt sind wir bereit für die 6 großen Packs, die wir noch ercraftet haben. 10x85 plus, 30x84 plus. Und hier ist die Hoffnung jetzt natürlich riesig. Vielleicht dann doch nochmal in irgendeiner Art und Weise den Footy bzw. ein Team of the Year zu ziehen. Aber ihr seht schon, wir werden unfassbar viele Duplikate haben. Aber die kommen alle rein in SPCs. Pack Nummer 2 steht an. Wieder mal das 10x85 plus Pack. Come on, EA. Oh, es wurde blau, aber ist das Falsche. Philips, zumindest 91er Rating ist schon mal nicht ganz so schlecht. Wen haben wir dahinter noch stehen? Alles Duplikate, komplett. Ja, okay, schade. Bringt uns leider Gottes nichts. Damit haben wir auch den nächsten Spieler abgeschlossen. Joe Cole hat mir auch auf dem Ersteindruck-Kanal unfassbar gut gefallen. Der muss natürlich mit rein.
um den rechten Flügel noch mal ein bisschen zu stärken, denn der fehlt uns aktuell noch im Team. Ich habe ja schon mal ein bisschen was vorgebaut. Also rein ins Team damit. Und damit gehen wir weiter. Nächstes 10x85-Plusser Team of the Year. Wo bleibst du? Ich weiß, ich battle gefühlt bei jedem Pack danach. Das ist ein 87er Sunset, der angezeigt wird. Das Pack kann auch absolut bodenlos werden. Ne? Oh, Coit. 91er Food Fantasy Coit. Ich weiß gar nicht, was der aktuell noch kostet. Ich habe nichts gesagt, aber sonst mal wieder 9 Duplikate, wie es halt immer so ist. Ja, Road to the Final Karte aus dem Pack, was wir gerade abgeschlossen haben. 88er Miranda, die nächsten 10 Karten, die wir bei uns einstecken. Sehr gut. Und Mondi und Canales. Sogar gar nicht so schlecht auch fürs Futter, gerade was Low-Rated angeht. Noch 3 Packs haben wir. Vorletztes 10x85 Plus Pack. Und es wird wieder nicht super, super blau, wie man es so schön nennt. Phillips again. Vielleicht mal ein Footy. Irgendwie sowas. Come on. Einen, den wir noch nicht haben. Einige Spieler haben wir zumindest noch nicht im Verein, aber weiß ich nicht. Der nächste Spieler ist abgeschlossen. Rayan Cherki ist am Start. Auch den fand ich wirklich gut, gerade mit Explosive. Genau mein Spielerstil mit 5-5. Immer schon eine coole Karte gewesen. Ne? Gerade seine Special-Karten, jetzt haben wir ihn auch mitgenommen. Das letzte 10x85-Plus-Pack. Ich glaube, das Video geht wirklich, wirklich lange. Aber da habt ihr wenigstens ein bisschen was zum Gucken. Ne? Und könnt mal sehen, was wir aus 4,5 Millionen insgesamt rausholen werden. Guehi, wo wie auch immer ausgesprochen wird, wird angezeigt. Dahinter noch was Interessantes. Ja, schon. Der nächste Footy ist, der am Start ist, aber den haben wir leider Gottes schon. Sonst sieht das Pack trotzdem not bad aus. Also vom Rating her geht's echt klar. So, und auch der nächste Spieler kommt ins Team. Harry Cuville, der nächste Footy Hero, der perfekte Chemie gibt, für sich zumindest. Aber auch den mussten wir mitnehmen. Wenn ihr gleich seht, was wir noch im Verein haben werden, das ist absoluter Wahnsinn. Kommen zum allerletzten Pack des heutigen Tages, bevor wir dann nochmal in die Picks gehen werden. Ne? Denn wir müssen ja natürlich die ganzen Spieler noch recraften. Wir schließen das ganze Ding mit einem 30x84 Plus Pack ab. Aber auch hier, der Totti bleibt uns verwehrt. Die letzte Chance ist jetzt nur noch die Player Picks. Das sind unsere ganzen Karten, die wir gezogen haben. Duplikate 21 Stück. Und das ist mal wieder Ruben Neves. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Abfahrt. Ich mache die Picks, ziehen wir die und dann gucken wir mal, was wir noch im Verein rumliegen haben. So, die letzten Picks stehen an. Die wollen wir natürlich auch noch ziehen und die letzte Hoffnung auf einen Team of the Year zu haben. Ey, das kann nicht sein, wie oft wir Diego Carlos und Ruben Neves hier gezogen haben. Ey, wirklich, dann gebt mir doch wenigstens statt 340 Diego Carlos einen Sancho. Ich wäre unfassbar zufrieden gewesen. Ne? Nichtsdestotrotz, ihr seht es schon, wir haben super, super viele Duplikate noch rumliegen. Ne? Also auch das ist halt sensationell. Ich zeige euch gleich auch mal, was wir noch übrig haben. Ne? Ich werde mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt noch ein paar SBCs machen. Aber ich glaube, das Video geht sowieso schon lange. Also ihr werdet euch, ihr seht es ja gleich auch schon in der Videolänge, ob wir da noch mal ein bisschen was abgeschlossen haben. Hier haben wir noch einen 88er, was schon mal wichtig und richtig ist. Gucken wir mal, was noch dabei ist. Kommt noch mal der Team of the Year. Die Jagd nach dem Team of the Year ist aktuell definitiv glänzlich gescheitert. Aber naja, gut. Wir haben 2 Icons gezogen. Wir haben unfassbar viele Footies gezogen, auch wenn es immer nur die gleichen waren. Icon-Pack war nicht so geil. Shapeshifter-Pack, Pick war auch nicht so geil. Da wäre trotz alledem, ich sag's mal so, mit den ganzen Packs, die wir gezogen haben, mit ein bisschen mehr Packluck wäre sogar noch viel, viel mehr drin gewesen. Wir müssen sowieso gleich durchrechnen, was wir noch rausgeholt haben aus der ganzen Sache, weil ich glaube, das interessiert euch ja auch noch, wenn wir 4,5 Millionen ausgeben, wirklich in Coins und diese Shop-Packs, was wir da im Endeffekt dann richtig rausgeholt haben. Deswegen, letzter Pick gehen wir rein, ist nochmal ein Didi, den 86er braucht man nicht. Da seht ihr unsere Duplikate hier, die wir rumliegen haben. Unter anderem nochmal mit einem 95er Ruben Neves. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir noch im Verein haben. Übrigens, unser Kader, ich habe den noch nicht komplett vervollständigt. Das können wir nämlich jetzt gleich mit ihm machen. Wenn wir einfach mal reingehen in Neueste, haben wir unter anderem natürlich noch unseren Cuville. Wir haben noch unseren Cherki. Und ihr seht jetzt auch, was für Special-Karten wir noch so rumliegen haben. Also das ist wirklich nicht ohne. Ein 91er Coit ist noch mit dabei. Also allgemein auch von der Anzahl her, die können wir alle nochmal in SBCs ballern. Alles, was ihr hier seht, haben wir noch gezogen, aber noch nicht abgegeben. Das sind so unfassbar viele Seiten. Das ist nicht mehr normal. Das Ganze geht bis hier hinter. Das geht sogar noch weiter bis zu Kudos. Also das sind alles noch Karten, die wir abgeben können in verschiedenen SBCs. Damit können wir locker noch den ein oder anderen Spieler machen. Wenn nicht sogar einfach zum Beispiel Roberto Carlos. Da lasse ich mir aber jetzt mal was einfallen.
Guck mal, wie das so weitergeht. Ruben Neves müssen wir hier noch hinzufügen dann. Aber all in all sieht das schon mal richtig, richtig sexy aus. Ich habe mich dazu entschieden, alle SBCs noch abzuschließen, um wirklich einen reinen Tisch zu machen, um alles zusammenrechnen zu können. Lukas Podolski, auch der muss mit ins Team rein. Eine SBC musst du nur abgeben beim guten alten Ivan Perisic. 94er Rating, der darf natürlich auch nicht fehlen. Wir machen oder wir versuchen zumindest alle Footies abzuschließen, um einfach dahingehend nochmal die neue Luft mitzunehmen, die vielen Spieler mitzunehmen, um einen vollen Verein zu haben, was gute Spieler angeht, falls doch nochmal ein SBB kommen sollte. Den guten alten Tim Cahill haben wir natürlich auch mitgenommen. 95er Foot Hero bringt uns immer gute Chemie, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Karte, mit der man leben kann, die man natürlich mit ins Team werfen kann. Die nächste dicke SBC muss natürlich auch mitgenommen werden. Der gute alte Son ist abgeschlossen. Also ihr seht, wir kommen langsam aber sicher voran, aber die Duplikate werden nicht weniger. Hey Jungs, over and out. Das ist alles, was wir hatten. Wirklich alles, alles. Und wir können auch nochmal Rodrigo abschließen. Das ist wirklich jetzt, ich habe glaube noch insgesamt, wenn mich nicht ganz täuscht, vielleicht boah, 3-4 Karten, bis auf die Goldkarten, die können wir aber auch später nutzen. Aber ich habe wirklich alles, alles verrecraftet und jetzt kommen wir zum Abschluss. Und Männer, damit kommen wir zum Abschluss. Wir haben insgesamt 4,55 Millionen ausgegeben, alleine mit Coins, um alles zu recraften, um jede SBC zu machen. Was am Ende rausgekommen ist, ist dann nochmal das andere. Nichtsdestotrotz, über 100 Picks, Icon Pick, 10x85+, 30x84+. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Und was haben wir rausbekommen? Jetzt kommt die Abrechnung und glaubt mir, damit hätte ich niemals gerechnet. Das ist alles, was wir gerade gemacht haben. Das sind unsere letzten 4 Karten, die noch übrig sind. Aber wir haben halt einfach kein Team mehr, wo wir es reinpacken können. Wir haben den 84er oder wir haben den, das 84er Team von Dinho nochmal mitgenommen. Wir haben Son abgeschlossen, Rodrigo, Cahill. Insigne haben wir aus dem Pick gezogen. Da hätte man sogar noch mehr Packlack haben können. Podolski, Perisic sind am Start. Wir haben Thiago Carlos, Koulibaly, Koundé, Cap de Villa gezogen. Kewell, Cherki, Cole und Neves plus Lampard aus dem Icon Pick. Und wir hatten nicht wirklich krankes Packlack. Wir hatten keinen einzigen Team of the Year. Wir hatten nicht übelst kranke Footy-Karten. Ne? Ich habe aber alles zusammengerechnet. Reine SBC-Kosten. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, was haben wir aus dem Icon Pick zum Beispiel rausbekommen. Würde der 500k kosten, ne? Wir ziehen Lampard, würde ich jetzt nicht 400k abziehen, sondern alleine, was wir nur mit Coins, hätten wir alles nachgekauft, bezahlt hätten, ne? Wären das im Abschluss 5,7 Millionen gewesen. Das schockiert mich gerade. Also im positiven Sinne. Wir haben 4,55 Millionen ausgegeben und haben alles, was in den Packs war, gerecraftet, in SBCs gesteckt, Picks gemacht. Und was rausgekommen ist, über 1 Million plus. Also ich bin ehrlich mit euch, ich bin, nachdem wir ja auch keinen Totti gezogen haben, ich habe gedacht, das wird ein absolutes Desaster. Aber dadurch, dass ja auch Koundé schon alleine, glaube 500k kostet, Son 600k, Rodrigo 900k, das hat sich so hart hochgeleppert. Und Cap de Villa habe ich nicht mal mit eingerechnet. Ne? Also Thiago Carlos, Cap de Villa, die Preise habe ich nicht mit eingerechnet, die wir gezogen haben. Sondern all in all, was halt rausgekommen ist, was wir an SBCs machen konnten, ne? Sind wir mit 1,2 Millionen Gewinn rausgegangen. Hättet ihr es erwartet? Ich bin unfassbar gespannt, was ihr dazu sagt. Ob sich das Experiment nochmal lohnt? Ich weiß es halt nicht wirklich. Vielleicht machen wir es nochmal zu Batch Nummer 3, weil da sind ja auch die Team of the Seasons drin. Dann könnte es nochmal interessanter werden. Ne? Gerade weil man dann vielleicht auf den Ronaldinho gehen könnte. Aber das soll es gewesen sein. Es ist ein unfassbar langes Video. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin gerade auf dem Festival. Deswegen checkt auf jeden Fall Instagram ab, um vielleicht ein paar Stories zu sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Macht's gut da rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.